Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Kings of Amalur Re-Reckoning. Falls ihr irgendwelche Kommentare geschrieben habt unter den Folgen, wie zum Beispiel, dass euch das irgendwie zu lange dauert in einem kleinen Dorf, dann kann ich das jetzt erst dann am Sonntag nachlesen oder besser gesagt verbessern, weil ich ja da dann wieder weiter aufnehme. Also egal, was ihr jetzt geschrieben habt, ich kann es natürlich noch nicht in die Tat umsetzen. Ich werde natürlich darauf achten, dass ich natürlich auch euch berücksichtige, was das angeht. Also wenn ihr wirklich sagt, okay, du musst nicht jedes einzelne Dialoghäppchen mitnehmen, wäre das irgendwie schade. Aber auf der einen Seite kann ich es auch verstehen. Ihr müsst euch aber das so vorstellen, so eine Stadt oder so ein Dorf ist für mich so eine Art, ja, Arc in einer Serie. Das zieht sich manchmal einfach ein bisschen. Aber wenn man dann fertig ist, dann wird es wieder besser. Und so ist es halt hier auch. Und ich meine, es gibt auch Leute, die wollen halt wirklich alles erfahren. Und das kann ich auch komplett nachvollziehen. Ich bin halt auch jemand, der alles erfahren möchte. Seht euch vor, die Rote Legion ist in der Nähe. Ja, da mache ich keine Faxen, sag nicht sowas. So, wir haben jetzt aber noch einen einzigen Anhaltspunkt, und zwar das hier. Können wir da überhaupt rein ins Gefängnis? Oh, nee. Da können wir nicht rein. Gut, dann sind wir jetzt hier in Gord fertig. Perfektes Ding. Dann werde ich jetzt die Brückenbau-Quest machen. Mit Eri der Feier sprechen. Die ist nämlich da. Okay. Ah, das ist direkt hier. Dann machen wir das mit dem Lehrling zuerst. So, und jetzt geht's mir schon wieder ab. Action. Jetzt habe ich aber auch verdammt nochmal Bock, die neuen Waffen auszuprobieren. Und ja, ich weiß, ich gehe gerade einen falschen Weg, aber sammeln wir noch ein paar Reagenzien ein. Ganz schön düster hier. Wie kann man sich denn hierhin verirren, ey? Das geht doch gar nicht. Was ist denn das da? Oh, ein Bär. Ah, da konnte ich nicht. Aber der Feuerstab ist natürlich auch mächtig. Lol. Ja, man kann nur so rumwobbeln. Ah, dann bleiben sie irgendwann stuck. Ja, ja. Kann ich mich gut dran erinnern. Oh, warte mal. Ich muss mir kurz den Shot machen. Guck mal da, das sind Boggarts. Ich wette mit euch um 100 Euro, dass die Boggarts heißen. Ich kann mich an die Viecher noch gut erinnern. Boggart, ja. Boggarts sind natürlich verwundbar gegen Feuer. So. Oh, neuer Schrein. Belen. Berührung des... Ja, moin. Schön, dass das abgeschnitten ist. Das war nicht beim Original so. Lui. Berührung des Todes. Aber eigentlich ein göttlicher Segen. Okay. 50% Chance pro Treffer 20 Leben zu rauben und Mana zu rauben. Oh, cool. So, zeig mal kurz bei den Wissenssteinen. Ah, das haben wir hier. Da kriegen wir Giftresistenz, wenn wir das schaffen. Das können wir uns dann hier nochmal alles durchlesen, okay. Cool, cool. So war das dann wohl irgendwie. Keine Reagenz hier, bitte. Agnul Faral. Da gehen wir auch gleich rein. Aber hier ist noch ein Wissensstein. Ich weiß nicht, ob es stimmt, was die Feien über diese Steine sagen. Doch wenn es stimmt. Nun, das ist einfach zu gut, um es nicht auf ewig zu bewahren. Lystrum war nicht in der Stadt, als Artal zu Besuch kam. Lystrum kennt Artal nicht. Und Artal ist älter und etwas seltsam.
Man könnte sie für eine Schicksalsweberin halten. Als Lystrum wieder in die Stadt kam, fand er dort Artal das Orakel vor. Ich sagte Lystrum, ihre Prophezeiungen sind unglaublich. Geh sie aufsuchen. Ach, ihr hättet es sehen sollen. Ein Gockel, sagte sie, wird zu einem Mann werden und dieser Mann wird euer Geliebter werden. Er wird für euch sorgen, euch zum Lachen bringen, euer Leben aufregender und einfacher machen. Doch eines dürft ihr nie vergessen, er darf kein Hühnerfleisch essen. Gelegentlich muss er nach Dingen auf dem Boden picken und jeden Morgen mit der Morgendämmerung wird er einen lauten Schrei ausstoßen. What the hell? Moment mal. Ah, ich wollte gerade sagen, das war von Odarat, okay. Primat der Natur, okay. Das war jetzt ein bisschen strange. Oh, wir haben eine schwere Truhe. Ei. Okay. Das sieht gut aus. Yes, Alter, Skarabäensalz. Ich glaube, das war gar nicht mal so unwichtig irgendwann. Aber egal. Gehen wir nach Agnufaral. Endlich mal jetzt ein Dungeon. Der erste Dungeon seit wie vielen Folgen? 8? 9 Folgen? Aber jetzt habt ihr auch eure Action. Also, ne? Natürlich keine Reagenzien gefunden, ist klar. Können wir eigentlich hier so den Screenshot machen, oder? So, da können wir den Screenshot machen. Episch. Oder hier. Das passt eigentlich auch relativ gut, muss ich sagen. Oh, da ist er ja, oder? Ist er das? Ja. Lol. Was macht ihr hier unten? Wisst ihr nicht, dass Agnufaral von den Geistern der Erati heimgesucht wird? Also... Seid ihr tollkühn oder nur dumm? Card. Ich bin in der Alchemie bewandert, aber es hat mir nie Wohlstand oder Respekt eingebracht. Ich werde in diesem Leben nur dann zu Ruhm kommen, wenn ich zur Roten Legion gehöre. Oha. Und was sagst du zu deiner Ausbilderin? Deiner Meisterin? Wie so viele andere in Gorhard ist sie unfassbar ignorant. Sie sieht nur, was sie sehen will. Ich bin ihr pflichtbewusster Schüler und sie ist meine weise Mentorin. Ihr ganzes Leben ist eine Lüge, die sie selbst erzählt. Schön, sie nice. Sie wählen sehr bedachtsam aus, wen sie in ihren Rängen aufnehmen. Und sie standen meiner Mitgliedschaft zunächst ablehnend gegenüber. Bis ich ihnen von Nanne erzählt habe. Ihre Entdeckung wird den Rat hier einen hohen Preis erzielen und könnte sogar diesen unglückseligen Krieg entscheiden. Aber das ist für mich ohne Bedeutung. Ich will einfach nur einer der Roten werden. What the hell? Es ist nicht viel bekannt über diese Fabelwesen der Ordnung. Sie haben die Welt vor langer Zeit verlassen. Und Ruinen wie diese sind ein Symbol ihrer Herrlichkeit. Ich hatte gehofft, die neugierigen Dorfbewohner durch das Verbreiten von Geschichten über Geister und Unholde daran zu hindern, hier weitere Erkundungen anzustellen. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Was ein Penner, ey. Der war das also anscheinend. Oh, ich verstehe. Die raffinierte Gnomin hat einen Champion gefunden. Wie erquicklich. Nanne war schon immer eine Närrin. So sehr in ihrer Arbeit versunken, dass sie die Täuschung direkt vor ihren Augen nicht sah. Die Rote Legion hat ihre Formel. Denn ich habe sie ihnen gegeben. In diesem Augenblick schaffen sie Kisten davon nach Osten zu der Stadt Rathir. Wo sie dafür einen hohen Preis erzielen werden. Arme Nanne. So vertrauensselig. So lächerlich. Sie darf natürlich nie von meiner List erfahren. Ihr versteht. Es tut mir leid. Ich habe keine Wahl. Warum tut es ihm leid, Lul? Oh! Und da sagen Leute, die Rote Legion gibt's nicht, oder was? Oh.
So. Ihr Penner, was wollt ihr jetzt noch, hä? Was wollt ihr jetzt noch? Ihr wollt mir anscheinend nichts geben, das ist das Problem. Die geben mir halt echt nichts, ey. Das ist schon frech. Okay. Hab das Gefühl... Oh, Belens Stulpen. Ah, okay. Heste Ädring oder Haeste Ädring, eine angesehene Landverwalterin, erhielt diese Rüstung von ihrer Schutzherrin Lady Goodwulf, einer glühenden Anhängerin Belens. Aha. Nehme ich halt einfach mal mit, ne? Aber dass sie jetzt hier auch nichts haben, ist halt ein bisschen komisch. Ich konnte noch keinen einzigen Gegner looten, oder? Oder doch? Zack. Nice. So, 10 Kisten zerstört, okay. Ja, ich muss jetzt die Transportkisten zerstören wegen der Formel. Also schwer ist das jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich weiß, ich habe auch Waffen, die ein bisschen stärker sind. Und auch eine Rüstung, wo ich ein bisschen mehr aushalte jetzt für den Anfang. Aber ich hoffe, das macht... Ich hoffe, das macht später nicht so viel aus. Kleines Labyrinth hier am Start, oder was? Also, wir können ja mal die Karte kurz aufmachen. Moment, die Kisten sind da? Wie jetzt? Draußen sind auch noch Kisten. Oha. Ja, guckt euch das mal an. Da sind noch 2 Kisten. Und hier, wo ich lang gehe, ist anscheinend Sackgasse. Das heißt, hier geht es auch erstmal weiter für mich. Das wollte ich ja nur mal wissen. Oh, ein Wicht! Ich mach das mal nicht zu Plunder wegen den, warte mal. Nee. Kann ich an sich nicht benutzen. Der Set-Boni ist dafür, glaube ich, zu gut. Das kann ich in Plunder machen. Weil das sind Beinpanzer. Das kann ich auch zu Plunder machen. Edles Eisengroßschwert, Plunder. Hoffe ich zumindest. Ich weiß nicht, ob die Sachen für Eisenschwert auch irgendwas mit Magie bringen. Kann ich mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen. Deswegen einfach zu Plunder machen. Außerdem brauchen wir auch noch ein bisschen Geld. Man kann ja nicht alles verwerten. So, hier oben war die andere Sackgasse, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ja. Oh, das schreit ja nach dem aufgeladenen Angriff. So haben wir die fetten Kombos rausgeholt, ey. Großschwert des Tagesanbruchs. Alter! Ich muss aber auch sagen, ich bin vielleicht doof, aber ich glaube, dass diese Sachen, die ich da jetzt habe, mit Flamme und Schicksalsaugen und so, ich glaube, die hätten eine höhere Stufenanforderung, wenn ich das später aufgemacht hätte. Kann das sein? Wenn ich jetzt einen neuen Speicherstand anfangen würde... Und ich würde die Kiste gar nicht erst aufmachen, sondern irgendwann mit Level 10 oder so. Dann würden die Sachen auch Level 10 sein. Glaube ich zumindest.
Aber finde ich eigentlich ganz gut, weil dann haben wir sofort... Oh, hier ist ein Wissensstein. Dann haben wir halt sofort so Sachen gefunden, die halt nicht zu OP sind. So, Wissensstein ja noch mit hier. Manchmal ist es schwer zu glauben. Doch ihr könntet die seltsamste Tatsache akzeptieren. Ihr habt euch getäuscht. Ja, doch das und diese endlose Leere ist schrecklich. Die Alten waren hier. Sie haben sich selbst in diese Welt gebracht. Der zeitlose Kreislauf dreht sich und dreht sich. Die Zyklen treiben mit dem Strom. Sie warten auf die Vergangenheit. Die Zukunft bringt den sich bildenden Sturm. Dieser Ort taugt nicht zur Heimat, für niemanden. Ich bin nochmal kurz hier zurückgegangen, um zu gucken, ob hier noch ein Wissensstein war. Deswegen, also ich bin nicht verwirrt, ich weiß, wo es lang geht. Aber das hat mich jetzt dann doch ein bisschen, verwundert, dass da einer war und da nicht. Der andere war noch gar nicht tot. Huch. Das wusste ich nicht. Da hätte ich auch mehr XP bekommen. Das wusste ich jetzt tatsächlich nicht. Ich habe gedacht, der wird tot. So, ich glaube, ich bräuchte mal einen Trank. Yummy, yummy. Bisschen durstig war ich ja sowieso schon. Hier geht's gar nicht runter. Okay, perfekt. Okay, was denn hier los? Aufhören die mit ihren Scheiß. Dankeschön. Hey, wir sind fast gestorben. Also ja, die Waffen sind nicht OP. Hat man eben vielleicht gemerkt. Ah, hier ist es besser, ja. Merkt man schon. Das kann weg. Das kann eventuell nicht weg. Mit Fassung sogar. Oh, doch, die nehme ich. Oh. Mist, da kann ich die einfach nur so nehmen. Aber bin ich nicht eigentlich mit Zauberkraft 8? Zauberkraft 8? Nee, Technik nicht, Status. Talente. Hä? Fähigkeiten, da ist es. Wow, Zauberkraft 7. Ach, come on, ey. Ja, egal. Darf ich jetzt auch den Wissensstein hier? Danke. Diese Mauern sind gewachsen. Wurden gebaut aus Stein. Mit Liebe wurde dieser Ort erschaffen. Ihr seht die Lichter, die mystischen Hallen geordneter Realität. Es sind die Gesichter der Vermissten. Die verkörperte Wahrheit der verlorenen Seelen. Es sind so viele. Man kann sie sehen. Wie jämmerliche Scharaden sind sie. Manche mit guten Absichten, was man ihnen nicht vorwerfen kann. Doch die meisten sind nur eine List. Es versteht sich, dass es mir hier nicht gefällt. Ihr hättet eure Freiheit behalten und ein bequemes Leben führen können. Doch ihr konntet die Unruhe nicht bändigen, die euresgleichen quält. Auf nach Odarath.
Auf geht's nach Odarad. Ist Odarad nicht eigentlich schon der nächste Ort? Wir waren noch in Dilentil, oder nicht? Oder bin ich jetzt komplett lost? Sind wir einmal so... Quasi haben wir so ein Landskip gemacht, oder was? Sieht so aus, ne? Nee, warte mal. Ne, wir sind tatsächlich doch hier, okay. Aber das ist doch Dalentat. Ach, Odarad ist das Ganze hier, oder was? Das da ist dann, Galafor. Ah, Odarad, das ist alles hier. Oder irgendwie so, ich verstehe es immer noch nicht so ganz, aber egal. Die sind sogar besser. Macht Eis- und Blitzschaden. Abrechnungsdauer. Ah, jetzt verstehe ich das. Abrechnungsdauer plus 50% bedeutet, dass ich dafür dann mehr Zeit habe, um auf die Tasten zu kloppen. Wenn ich jemanden quasi enthaupte. Aber das ist mir ehrlich gesagt egal. Das Chakrams erhalten. Ja, wow. Danke, Spiel. So, die Feinklinge kann ich auf jeden Fall zu Plunder machen. Ja, jetzt haben wir neue Waffen. Yeet. Perfekt. Dann würde ich sagen, was ist jetzt hier mit der Folge? Wir haben einen ganzen Dungeon gemacht. Einen ganzen Dungeon. War jetzt nicht so lang, ich weiß. Und in der nächsten Folge werden wir die Mission weitermachen und die Kisten kaputt machen. Also, wir sehen uns am Morgen oder übermorgen, weil Sonntag mache ich, glaube ich, einen Ruhetag lieber. Wir sehen uns übermorgen zu einer weiteren Folge Kingdoms of Amalur: Reawakening. Haut drin und tschüss.